Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik im Wintersemester 2020-21 an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, worum geht's bei der Frage nach Bedeutung und warum ist sie kompliziert? Schon fast seit Menschen Texte schreiben, scheinen sie über das Phänomen der Bedeutung nachgedacht zu haben, auch wenn sie das anfangs noch nicht in so abstrakten Konzepten wie Bedeutung selbst, sondern eher in konkreteren Konzepten getan haben. Wie kann man so lange über Bedeutung nachdenken und immer wieder neue Gedanken dazu schaffen? Wie kompliziert kann das eigentlich sein? Es ist ja eigentlich alles im semiotischen Dreieck schon dargestellt. Ausdruck, Begriff, Wirklichkeit. Der Ausdruck symbolisiert den Begriff und der Begriff bezieht sich auf die Wirklichkeit. Das Wort Sokrates symbolisiert den Begriff Sokrates und der Begriff bezieht sich auch auf die reale Person Sokrates. Wie langsam muss man eigentlich sein, um 3000 Jahre dafür zu brauchen? Oder ist es vielleicht doch ein bisschen komplizierter? In diesem Podcast zeige ich, warum das semiotische Dreieck eigentlich ein Vieleck ist, überhaupt viele Fragen offen lässt und auch aufwirft. Ausgangspunkt ist dabei immer die Frage nach der sprachlichen Bedeutung. Eine Sache möchte ich schon im Vorhinein klären. Warum ist es nicht egal, was wir über Sprache und Bedeutung denken? Warum ist die Analyse der Sprache und ihrer Bedeutungsfunktion überhaupt relevant? Wie alle sehen können, funktioniert sie ja auch ohne unsere Analyse schon ganz gut. Das stimmt, manchmal ist aber ganz gut nicht gut genug. Die Sprache kann nämlich auch zum Problem werden, und zwar schon im Alltag. Leute sagen wissentlich oder unwissentlich die Unwahrheit, man manipuliert, suggeriert, unterstellt mit Sprache, man fehlinterpretiert und missversteht. Das wirft die Frage auf, wie das erkennbar bzw. vermeidbar ist, und damit wendet sich die Aufmerksamkeit auf das Instrument, mit dem das alles getan wird. Und dabei wird man zwangsläufig auch auf die Beziehung kommen, die zwischen sprachlichen Ausdrücken, dem, was wir über die Wirklichkeit denken, und der Wirklichkeit selbst bestehen. Aber auch in der Wissenschaft kann die Sprache zum Problem werden. Der Wissenschaft geht es, zumindest nach einer bestimmten Wissenschaftsauffassung, darum, neue, wahre Aussagen über die Wirklichkeit zu machen. Im Rahmen der sogenannten linguistischen Wende in der Wissenschaftstheorie, das war so um 1900 rum, da hat man festgestellt, dass die natürliche Sprache diesem Ziel im Wege stehen kann. Und zwar im Wesentlichen, weil sie durch Mehrdeutigkeit einfach unpräzise ist. Zum Beispiel lassen sich logische Zusammenhänge nicht unmissverständlich mit der natürlichen Sprache wiedergeben. Das ist Anlass zu weitreichenden sprachanalytischen Untersuchungen geworden, die sich letztlich darum gedreht haben, zu verstehen, wie sprachlich bedeutet wird. Entweder um Sprache zu verbessern oder um sie durch künstliche Sprachen zu ersetzen. Die linguistische Semantik und Pragmatik sind in diesem Zusammenhang entstanden. Sie sind aber durch Institutionalisierung, durch Ausdifferenzierung und Spezialisierung nur noch mittelbar mit den ursprünglichen Zielen verbunden. Nun zur Frage, warum die Frage nach der Bedeutung komplizierter ist, als es das semiotische Dreieck suggeriert. Da haben wir nämlich schon die Suggestionsleistung bzw. Fehlleistung von Sprache im semiotischen Dreieck. Ich verpacke das in einige knackige Thesen, die ich dann kurz erläutere. Ein zentrales Problem, mit dem jede Bedeutungskonzeption klarkommen muss, ist, der sprachlichen Bedeutung als individuelles und kollektives Phänomen gerecht zu werden. Was mit sprachlicher Bedeutung gemeint ist, hängt vom Sprachbegriff ab. Was man unter sprachlicher Bedeutung versteht, hängt historisch davon ab, als was für eine Art von Phänomen man Sprache hält, und das hängt wiederum davon ab, welcher Wissenschaftskonzeption man anhängt. Ich nenne nun nur drei relativ junge Beispiele. Erstes Beispiel. Gottlob Frege
hat sich für die logischen Eigenschaften von Fragen von Sprache interessiert und dabei eine logizistische Position vertreten. Sie besagt, grob gesprochen, dass die Logik nicht ein Produkt der menschlichen Kognition ist, nicht psychologischen Gesetzen gehorcht, sondern unabhängig von allem anderen und überzeitlich gültig ist. Vor diesem Hintergrund hat Frege die Bedeutung, in Anführungszeichen, von sprachlichen Ausdrücken differenziert in Bedeutung und Referenz. Er selbst sagt Sinn und Bedeutung. Wir bleiben bei Bedeutung und Referenz. Wörter haben als Referenz Gegenstände oder Attribute von Gegenständen und als Bedeutung die, Zitat, Art ihres Gegebenseins, Zitat Ende. Moderner gesagt ist das so etwas wie die Perspektive, unter der Gegenstände, Attribute oder Sachverhalte betrachtet werden. Zum Beispiel beziehen sich die Ausdrücke Morgenstern und Abendstern auf denselben Referenten, nämlich den Planeten Venus, aber sie haben verschiedene Bedeutungen. Im Falle eines Satzes ist die Bedeutung ein Gedanke und die Referenz das Bestehen oder Nichtbestehen des ausgesagten Sachverhalts. Zum Beispiel, der Mond steht am Himmel. Soweit so unspektakulär in Bezug auf das semiotische Dreieck aus Ausdruck, Begriff und Wirklichkeit. Allerdings sind Bedeutung bzw. Gedanke und Referenz bei Frege objektive Einheiten. Die Bedeutung bzw. der Gedanke ist nicht etwas im Geist der SprachbenutzerInnen und die Referenz ist nicht etwas, das wahrgenommen oder gemessen wird. Die Bedeutung bzw. der Gedanke und die Referenz bei Frege sind ideale Einheiten, die unabhängig von Denken und Wahrnehmung existieren. Individuelle Gedanken und wahrgenommene Gegenstände sind davon zu unterscheiden, stehen aber dazu in Beziehung. Im Sinne von Freges Logizismus sind im semiotischen Dreieck also ideale Einheiten enthalten. Ausdruck, Bedeutung und Referenz. Was Menschen äußern, dabei denken und worauf sie sich in der Wirklichkeit beziehen, das muss man sich im Hintergrund zu diesen Dreiecken des semiotischen Dreiecks dazu denken. Zweites Beispiel. Ferdinand de Saussure hat den linguistischen Strukturalismus begründet. In seiner Zeichenkonzeption besteht das sprachliche Zeichen aus einer Vorstellung und einem Lautbild, die konventionell miteinander assoziiert sind. Und eine Einzelsprache wie Deutsch ist ein System aus solchen Zeichen. In konkreten Äußerungen von SprecherInnen werden diese Zeichen nur aktualisiert. Wenn ich jetzt sage, ist jetzt nicht das Zeichen, sondern nur seine Realisierung. Mit anderen Worten, das Zeichen ist gar nichts Konkretes, Beobachtbares oder Messbares, sondern ein abstraktes Konstrukt, das Konventionelle des Zeichens erfasst. Und damit sind auch die zwei Ecken des semiotischen Dreiecks durch abstrakte Einheiten besetzt. Die dritte Ecke, die Wirklichkeit, spielt für den abstrakten Zeichenbegriff von de Saussure keine Rolle. Andererseits müssen ja aber die konkreten Aktualisierungen der Zeichen im Sprachgebrauch, das heißt ihre physische Form und die individuellen Vorstellungen, auch Plätze im semiotischen Dreieck haben. Denn das abstrakte Lautbild ist aus den physischen Formen abstrahiert und die abstrakte Vorstellung ist aus den individuellen Vorstellungen abstrahiert. Drittes Beispiel. In manchen Ausformungen ist der Strukturalismus eine Liaison mit dem Behaviorismus eingegangen. Der Behaviorismus ist eine Strömung der Psychologie, in der psychologische Beschreibungen und Erklärungen nur Bezug auf beobachtbares Verhalten in Reizkonstellationen nehmen. Mentale Begriffe wie Denken, Vorstellung, Erinnerung werden für unwissenschaftlich gehalten, wenn sie nicht als bestimmtes Verhalten in bestimmten Reizkonstellationen rekonstruierbar sind. Ich paraphrasiere Leonard Bloomfield, den berühmtesten amerikanischen Linguisten vor Chomsky. Ein Sprechakt ist eine Äußerung, eine Gemeinschaft, in der alle Äußerungen ähnliche Ausdrucksmerkmale haben, ist eine Sprachgemeinschaft. Die Summe aller Äußerungen in einer Sprachgemeinschaft ist eine Sprache und gleiche Ausdrucksmerkmale sind Formen und gleiche Reizreaktionsmerkmale, die mit Formen korrespondieren, sind Bedeutungen.
Jeder linguistische Terminus bezeichnet hier etwas Messbares und Beobachtbares. Die Bedeutung sprachlicher Formen besteht in ähnlichen Reaktionen der Mitglieder der Sprachgemeinschaft auf diese Formen. Das heißt, die Ausdrucksecke im semiotischen Dreieck ist hier durch Konkretes und Messbares besetzt, Formen, und ebenso die Wirklichkeitsecke, die Verhaltensreaktionen der SprachbenutzerInnen. Andererseits sind die Form- und Bedeutungsecken ja nur durch die Ausdrucks- und Verhaltensmerkmale besetzt, die den SprachbenutzerInnen gemeinsam sind. Das jeweils Gemeinsame wird also theoretisch nochmal herausgelöst aus allen Ausdrucks- und Verhaltensmerkmalen, die die individuellen SprachbenutzerInnen an den Tag legen. Diese muss man sich also beim behavioristischen semiotischen Dreieck noch dazu denken, ähnlich wie die Realisierungen der Zeichen beim Strukturalismus. Was die drei Beispiele zeigen, ist, dass die Elemente im semiotischen Dreieck erstens ganz unterschiedliche Existenzweisen haben können, zum Beispiel als Verhaltensmerkmale, als Abstraktionen oder als ideale Gegenstände, je nach Sprachbegriff oder Wissenschaftsauffassung. Eine ganz moderne Variante wären Ausdruck und Begriff als Wissenskomponenten. Was mit sprachlicher Bedeutung gemeint ist, hängt vom Wissensbegriff ab. Manche Semantikkonzeptionen gehen davon aus, dass sprachliche Ausdrücke direkt mit unserem gesamten konzeptuellen Wissen verbunden sind. Das heißt, dass wir, wenn wir sprachliche Ausdrücke interpretieren, auf unser gesamtes Wissenssystem zurückgreifen. So eine Semantikkonzeption nennt man Einebenensemantik. Ich glaube, man kann sagen, dass dies die Semantikkonzeption ist, die kennzeichnend für die kognitive Semantik ist. Andere Semantikkonzeptionen, die vor allem in der wahrheitsfunktionalen Semantik vertreten werden, gehen davon aus, dass man mindestens zwei Ebenen unterscheiden muss. Die erste Ebene wäre die semantische Ebene im engeren Sinne, mit den Wort- und Satzbedeutungen im wörtlichen Sinne. Man kann sie auch Ausdrucksbedeutungen nennen. Das sind die Bedeutungen, die Ausdrücke konventionell und unabhängig von konkreten Äußerungskontexten haben. Dazu gehören die lexikalischen Bedeutungen einzelner Ausdrücke und die Satzbedeutungen, die sich aus ihrer syntaktischen Kombination ergeben. Die zweite Ebene wäre dann die konzeptuelle Ebene. Diese Ebene umfasst unser konzeptuelles Wissen, das Weltwissen oder enzyklopädische Wissen abzüglich der Konzepte, die zur semantischen Ebene gehören. Das konzeptuelle Wissen wenden wir an, wenn wir sprachliche Ausdrücke im konkreten Äußerungskontext interpretieren. Dabei müssen wir die Ausdrucksbedeutung, also die Bedeutung der semantischen Ebene, mit unserem Weltwissen der zweiten Ebene kontextuell anreichern. Zwischen den beiden Ebenen verläuft auch die Grenze zwischen Semantik und Pragmatik. Argumente für diese Position sind zum Beispiel, dass wir Ausdrucksbedeutungen wie »Die Schule war am Samstag offen« auch ohne konkreten Äußerungskontext angeben können und dass wir uns viel weniger lexikalische Bedeutungen merken müssen, weil wir Mehrdeutigkeiten wie von »Die Schule« als »Gebäude« oder »Institution« im Kontext auflösen können. Argumente für die Einebenensemantik wären, dass isolierte Ausdrucksbedeutungen eine Abstraktion sind und, falls ihnen kognitive Realität zukommt, es sich bei ihnen bloß um die prototypischen Bedeutungen von Ausdrücken handelt. Das ändert aber nichts daran, dass jeder sprachliche Ausdruck einen ganzen Bedeutungsrahmen in unseren Köpfen evoziert, innerhalb dessen er Bedeutung erlangt. So wie der Ausdruck Schule in uns kein isoliertes Konzept evoziert, sondern sofort einen ganzen Wissenskomplex, in den reichhaltiges kulturelles Wissen nicht nur über Gebäude, sondern auch über die Institution Schule und typische Abläufe und Aktivitäten in Schule, von Schule gehören. Was heißt das für das semiotische Dreieck? Wenn wir die Linie von der Ecke Ausdruck zur Ecke Begriff oder Konzept ziehen, dann meint die Ecke Begriff oder Konzept im Rahmen einer Einebenensemantik etwas ganz anderes als im Rahmen einer Zweiebenensemantik.
und damit unterscheidet sich auch zwischen beiden Konzeptionen, was sprachliche Ausdrücke symbolisieren. Im semiotischen Dreieck ist dieser Unterschied aber unsichtbar. Das Gleiche gilt für alle Probleme, die damit zu tun haben, was und was nicht zur Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken gehört. Bis hierhin ging es mit Sprach- oder Wissenschaftskonzeptionen und mit Wissens- oder Semantikkonzeptionen eher um theoretische oder philosophische Vorentscheidungen, die den Bedeutungsbegriff und die Elemente des semiotischen Dreiecks jeweils in ganz unterschiedlichen Lichtern dastehen lassen. Ich nenne jetzt noch kurz drei Komplikationen, mit denen jede Bedeutungstheorie klarkommen muss und die im Kontext des semiotischen Dreiecks selten sichtbar werden. Lexikon und Grammatik erfordern spezielle Behandlungen. Klassische Sprachtheorien unterscheiden strikt zwischen Wort- und Satzbedeutung. Wortbedeutung kann man im Gedächtnis speichern. Denken Sie an Lasagne, Würzen und scharf. Das ist nicht möglich für Sätze wie "Die Lasagne war gut gewürzt, aber nicht scharf". Warum ist das nicht möglich? Weil man mit dem endlichen Inventar an Morphemen und Wörtern eine unendliche Menge an Sätzen bilden kann. Und mir wäre neu, dass jemand sich schon einmal eine unendliche Menge von irgendwas gemerkt hätte. Das heißt, es gibt verschiedene Klassen von Ausdrücken, von Begriffen oder Konzepten und von Sachverhalten in der Wirklichkeit. Die einen sind endlich, die anderen unendlich. Eine Bedeutungstheorie muss etwas dazu sagen können, wie von neuen komplexen Ausdrücken die Bedeutung erkannt werden kann und wie zu neuen Bedeutungen verstehbare komplexe Ausdrücke gebildet werden können. Und dazu bedarf es eines Konzeptes der Bedeutungskomposition und der Ausdruckskombination. Das bekannteste Beispiel dafür ist im Rahmen klassischer Sprachtheorien das Kompositionalitätsprinzip. Die Bedeutung eines Satzes ist bestimmt durch die Bedeutungen der Einzelausdrücke und die Art ihrer grammatischen Verknüpfung. Neuere Sprachtheorien innerhalb der kognitiven Linguistik ziehen aber die Wirksamkeit des Kompositionalitätsprinzips und der strikten Trennung von Lexikon und Syntax in Zweifel. Dann muss man die Bedeutung zusammengesetzter Ausdrücke anders regeln. Wenn wir also wieder die Linie von der Ausdrucksecke des semiotischen Dreiecks zur Begriffs- oder Konzeptecke ziehen, dann bezieht sich diese Herausforderung darauf, wie man die Beziehung zwischen den beiden Ecken theoretisch ausgestaltet. Die Bedeutung von Funktionswörtern ist begrifflich und referenziell kaum zu fassen. Bedeutungstheorien, die der Komplexität der Sprache gerecht werden möchten, dürfen sich nicht auf die Bedeutungen von Ausdrücken wie Pferd, Sokrates läuft oder die Katze ist auf der Matte beschränken. Es muss auch um Ausdrücke wie aber, mit, jedoch, halt, der, die, das, manche, nicht, den attributiven Genitiv, das Rezipientenpassiv, die Verbletztstellung gehen. Wie sieht es mit deren begrifflichen Inhalten aus und wie beziehen sie sich auf die Wirklichkeit? In dieser Beziehung ist keine Theorie so weit gekommen wie die generative Grammatik. Das ist aber auch mit weitreichenden Idealisierungen und Begrenzungen des Gegenstandsbereichs erkauft. Die Bedeutung von abstrakta ist begrifflich und referenziell kaum zu fassen. Pferd, Sokrates läuft oder die Katze ist auf der Matte tun noch in einer anderen Richtung der Sprache Unrecht. Was ist mit abstrakter wie Zerstörung gegenüber dem Verb zerstören? Was ist mit Arbeitslosigkeit gegenüber arbeitslos? Mit Leere gegenüber leer? Und mit Ausdrücken wie Dreieck? Wie ist ihr begrifflicher Inhalt zu fassen? Worin bestehen die Bedeutungsunterschiede beispielsweise zwischen Zerstörung und Zerstören? Wie beziehen sie sich auf die Wirklichkeit? Gibt es einen Unterschied in der Wirklichkeit, auf den man sich mit Zerstörung gegenüber Zerstören beziehen könnte? Auch das ist eine Komplikation, die durch das gewöhnliche Zeichendreieck eher unsichtbar gemacht wird
und zu der sich Bedeutungstheorien positionieren müssen. Es gäbe noch viel mehr zu sagen, aber einige wichtige Punkte, die die Frage nach der Bedeutung kompliziert machen, sind hier jetzt auch zur Sprache gekommen. Einige kehren in weiteren Podcasts noch einmal zurück. Für diesmal bedanke ich mich damit aber erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss und auf Wiederhören.